Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard. Das hier ist ein StarCraft 2 Replay auf der Map Ohana zwischen Liquid Villain One gegen LG Elfie. Dieses Replay ist als Funcast gedacht. Bitte nehmt es mir nicht übel. Ich habe natürlich, als ein Kollege mir das Spiel zugeschickt hat, gesagt hat, hey, schau dir das an. Bei der kurzen Lebensdauer wurde ich ein bisschen neugierig. Habe ich mir das angeguckt und das Ganze ist nicht wirklich ein ernst gemeintes Game, um es zu casten. Also bitte flame nicht rum, so ein kurzes Game. Es ist fun gedacht, damit ihr seht, dass selbst so Pros wie TLO ab und zu mal tierisches Fettnäpfchen treten können, weil sie sich verkalkulieren. Also bitte nehmt es als das, was es ist, nämlich ein Funcast. Falls ihr kurz mal 5 Minuten Zeit habt, dann schaut euch das bitte an. Es ist auf jeden Fall lustig. Ich muss da auf jeden Fall schmunzeln. An dieser Stelle sehen wir hier, wie die tapfere Sonde, wir nennen sie mal TLO, durch die Gegend fährt und sieht, okay, hier ist der Zerg, hier ist der Zerg, schaut sich so ein Flashing Fleischkopf hier an, sieht, okay, hier ist eine Hedge, cool, cool, cool. Hört ihr weiter so an. Zappt hier ein bisschen rum und denkt sich, okay, cool, was kann ich machen, um den Gegner so tierisch auf die Nüsse zu gehen? Wie, was kann ich machen? Ich kann ein bisschen anzappen, aber das ist nicht wirklich tragisch. Aber ich kann was anderes tun, nämlich was ganz, ganz, ganz Gemeines. Und zwar sammle ich erstmal ein bisschen Geld, sammle ein bisschen Mints und dann fahre ich wieder los. Baue eine Schmiede, die hier ist, um vielleicht zu expandieren. Ich denke mir nichts dabei. Sehe, oh, hier ist eine Hedge. Cool, jetzt ziehen wir mal einen Pylon. Wenn sie sich jetzt normalerweise so peilen, okay, gut, hello, denkt sich jetzt erstmal nichts dabei. Ne? Okay, gut, peilen kann man jetzt so ein bisschen kaputt machen. Früher war sowas üblich in StarCraft 1, nämlich den sogenannten Mana-Peilen. Damit konnte man zwei Pylonen Hedges komplett zumachen, dass man von denen nicht abbauen kann. Jetzt ist die Forge fertig. Jetzt sehen Sie diese eine kleine Sonde. Ich bin mal so ein richtiger Bastard und platziere jetzt einfach mal zwei Cannons hier hin. TLO, der Pro, der nun mal ist, hier die dritte Cannon, muss natürlich das hier ganz abreißen. Natürlich, muss er. Ganz klar. Das ist halt so, das ist so unfair von Elfie. Halt so geil gemacht und jetzt verkalkuliert er sich ein bisschen. Sieht, okay, gut, die beiden Cannons werden, die wird nicht mehr fertig, die wurde nicht mehr fertig, die wird fertig und muss hier weg. Überall werden hier weiter Cannons platziert und so weiter. Die Cannon wird fertig, die wird leider auch fertig und die wird auch fertig. Die Hedge wird angegriffen. 8 Zerklinge kommen an. Die Schilde regenerieren sich langsam. Er muss jetzt schnell genug angreifen, ohne dass die Hedge tot ist. Muss natürlich warten, bis noch ein paar Zerklinge da sind. Greift jetzt erstmal die Cannon hier an, weil er weiß, okay, lang genug hält die nicht mehr. Verliert dabei. Scheiße viel. Zieht sich zurück, weil er denkt, okay, gut. Ich warte, bis meine Zerklinge draußen sind. Ist ja nicht schlimm. Die Cannon wird schon die Hedge nicht töten. Die Hedge wird schon nicht fallen. Indessen wird natürlich hier die Expansion aufgebaut. Alles chillig, alles cool. Wenn sie jetzt, okay, gut, ich warte, bis noch mehr Zerklinge da sind. Ich kann doch warten, ich habe Zeit. Ich kann doch warten. Noch kann ich warten. Unter all seine Zerklinge und greift an. Er frikuliert sich ein bisschen. Warte, bis noch mehr Zerklinge da sind. Und jetzt greift er an. Und mal schauen, wie schnell das geht. Und die Edge! Die Edge, die Cannon, die Edge, die Cannon! Down gleichzeitig! Unglaublich! Das ist halt leider so. Ich meine, es sieht so aus, als würde ich mich über TLO lustig machen. Mache ich aber auf gar keinen Fall. Der Typ ist verdammt cool drauf. Er ist ein richtig genialer Spieler. Ist halt einer von den Momenten, damit ihr auch seht, dass es nicht schlimm ist, wenn ihr einmal mal verliert. Man muss das Ganze von außen betrachten. Von außen ist verdammt lustig, wenn Leute sich verkalkulieren oder irgendeinen Fehler machen. Glaubt mir, eure Misserfolge sind eigentlich verdammt lustig. Und auch wenn ihr keinen Bock habt, mal zu spielen, nachdem ihr einmal verloren habt, merkt einfach, baut eine Hedge in die Base eures Gegners. Scheiß was drauf, nein, Spaß beiseite. Also, ja, der Hedge wurde natürlich gescoutet. Und natürlich kommt er hier nicht rein. Hier steht ein Zelt, hier stehen zwei Cannons. Ja, das war's.
Wie gesagt, bitte schreibt mich nicht an, dass das Replay so kurz war, dass sonst irgendwas passiert ist. Nächste Pile wurde ich auch platziert, gar keine Chance, das war's. An dieser Stelle ist das GG und das war's. Ja. Ich hoffe, das Replay hat euch nicht gefallen. Da ist was beiseite. Also, ich hoffe, ihr versteht das, als das, wie gesagt, einfach nur so als Replay war, einfach nur um euch zu zeigen, dass es nicht immer so ausgehen muss, wie ihr es vorstellt. Und es ist nicht schlimm, wenn ihr mal verliert. Es ist umgekehrt sehr, sehr lustig. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao, ciao.